Herr Gottsch, wer ist dein berühmtester Kontakt auf deinem Handy? Sidney Crosby. Sidney Crosby. Hast du wirklich Sidney Crosby am Handy? Ja, nachdem er mich aufgenommen hat, habe ich halt auch. Gut, dann hätte ich ihn auch, wenn er in Kontakt ist. Ja, Sidney Crosby war ja letztes Jahr bei mir oder bei uns im Allgäu, im wunderschönen Allgäu. War auch mit ihm auf dem Eis. Dieses Jahr wieder. Ich habe aber mit ihm gespielt. Ein paar Tage her, aber ja, ja. Du hast wir waren Mannschaftskameraden. Ja, ja. Also, das heißt, wenn du ihn anrufen würdest, würde er dich jetzt nicht wegdrücken. Nee, er lässt einfach klingeln. Hat keine Mailbox von ihm mehr. Er antwortet immer. Also, er ist immer recht flugs. Ich glaube, wie jeder andere Eishockeyspieler hat das Handy auch sehr oft in der Hand. Er wollte einfach wissen, wegen Hotelmöglichkeiten, Fitnessstudio-Möglichkeiten, wenn er kommt oder wo man baden gehen kann, was man sonst noch machen kann. Das habe ich ihm alles gesagt, alles gezeigt. Wer ist dein berühmtester Kontakt auf deinem Handy? Wahrscheinlich Campino von den Toten Hosen. Über Düsseldorf mal. Gab es irgendein Zeitungsinterview, in dem ich erwähnt habe, dass ich ganz gern mal die Hosen höre. Kam dann so der Kontakt zustande und seitdem trifft man sich gelegentlich mal auf Konzerten. Ist ganz nett. Robert Harting. Kennst du persönlich? Früher mit ihm da in dieser Sportherberge in Berlin gewohnt, da war er auch da. Und ja, dann hatten wir immer mal wieder Kontakt, haben mal ein bisschen Poker gespielt halt in unserer Freizeit zusammen, aber es hat sich leider so ein bisschen verlaufen in der Vergangenheit. Lukas Podolski. Ist der drauf bei dir? Ja. Also könntest du anrufen und er würde auch ans Telefon gehen? Ah. Geht nicht dran? Ich weiß, was du vorhast. Nein, ich frage nur. Ich weiß nicht, welche Uhrzeit jetzt in Japan ist, ich weiß es nicht. Ja. Aber ihr seid Kumpelfreunde jetzt? Ja, wir sind, was heißt Kumpelfreunde, wir sind Kumpel. Pascal Henz, würde ich sagen. Pascal Henz. Handball-Weltmeister, ich glaube Let's Dance-Sieger 2019. Wer ist dein berühmtester Kontakt auf deinem Handy? Mein bester Freund. Bester Freund ist? Der Robin. Wir kennen uns jetzt, ja, seitdem wir 5 sind, also schon eine ziemliche lange Zeit. Aber was macht er, wenn er berühmt ist? berüchtigt, der ist Autoverkäufer. Das heißt, wenn ich ein Auto bräuchte? Wenn du Mercedes fahren möchtest, dann ja. Dann ist er mein Mann. Könntest du mir Kontakt herstellen? Gerne. Oh.